Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ihr seht hier oben, ich nehme das auch gerade live auf, also ich streame das und nehme es halt auf in einer besseren Qualität, weil eigentlich sollte das Stream nur ein Vor-Unboxing sein. Egal. So, wir fangen an, denke ich mal, mit Assassin's Creed Valhalla, mit dem ersten Video. Dann kann ich das nämlich in der Zeit, wo ich das zweite mache, kann ich das nämlich dann schon mal installieren. Ich habe das so aus dem Karton geholt. Wartet mal, ich richte euch mal ein Stück nach unten. Ach Gott. So. Ups. Live-Fail. Kamera noch ganz, ja. Gut. Das ist mir ja noch nie passiert. Wartet mal, ich mach's mal kurz aus. So, jetzt kann es weitergehen. Ich richte euch ohne unten. Damit ihr alles seht. So. Wie gesagt, das habe ich so aus dem Karton geholt. Ich finde es jetzt ein bisschen enttäuschend, weil ich habe ja ziemlich spät vorbestellt, weil ich gehofft habe, dass es eine PS5 oder eine reine PS5-Version gibt. Gibt es nicht. Und so, das war obendrauf. Das ist praktisch das Spiel. Und hier ein Sack, da gucken wir auch gleich rein. Findet ein bisschen enttäuschend, weil das ist, wenn sie das Paket wirklich erst kurz vor Release packen, hier ist halt nur der Zusatzinhalt und das Spiel haben wir einzeln. Da hätte man auch eine PS5-Version nehmen können und ein PS5-Bundle machen können, aber egal. So habe ich es halt zweimal, immer für PS4, immer für PS5. Kriegt ihr ein gratis Update. So, da ist das Spiel. Und dann haben wir hier noch so einen Sack mit sogar mit Assassin's Creed Logo. Im Stream zeige ich es euch auch gleich mal. Hier ist der Sack mit Assassin's Creed Logo. Und wir haben das Spiel. Wir werden jetzt mal gucken, ob DLCs vom Spiel jetzt in der Hülle mit sind oder ob denn sich in der Vorbestellerbox noch ein DLC-Code befindet. Ich kriege ja auch noch eine E-Mail mit dem Weg des Berserkers, weil ich ja vorbestellt habe. So, hier haben wir eine Figur. Waren da nicht auf den Bildern zwei von Ivor? Sieht der Stream das? Mit Raben. Ich zeige es euch auch gleich nochmal von nahen. So, machen wir wieder in den Beutel. Werde ich dann wahrscheinlich auch oben in den Schrank stellen. So. Und dann haben wir hier das Spiel. Oh, hier ist schon der erste Code offensichtlich. Das muss ich so ein bisschen weghalten, damit ihr das nicht seht. Wir haben hier die Ultimate Edition. Und was ist hiermit bei? Unlock Code Bello. Für was soll denn das sein? Mit einem weißen Wolf? Ja, das ist Berserker. Dann haben wir noch einen Code. Ach so, das ist der Season Pass. Und dann haben wir noch ein Heftchen. Ich muss nur gucken, nicht, dass hier irgendwo jetzt stehen ist. Also wirklich nur ein kleines Heftchen mit bei einem Blatt. Und was haben wir hier noch? Oh, hier gibt es noch kleine Figuren. Genau. Hier gibt es dann nämlich noch eine Werbung für den Shop. Da gibt es jetzt diese kleinen Figuren. Und halt die Figur habe ich ja, die packen wir nachher aus. Und hier die Klinge gibt es ja auch noch. So, dann haben wir das alles. Ach, das hat so ein Wendecover. Ich lasse aber Ivor. Also als Mann. Wir können uns auch aussuchen, ob wir Ivor als Frau nehmen wollen. Also Wendecover. Will ich jetzt nicht. Ich werde hauptsächlich mit Mann spielen. Ich weiß schon, dass man auch den Animus entscheiden lassen kann, mal Frau, mal Mann. Aber ich werde hauptsächlich als Mann spielen, habe ich immer gemacht. Weil da passt es halt. So. Ist wieder so.
Ach, da haben wir mein Steelbook. Da ist jetzt Steelbook. Sehr schön. Sehr schön gearbeitet. Nochmal vor. Wartet mal, ich muss mal, glaube ich, Licht ausmachen hier, so, dass ihr das Steelbook besser sehen könnt, weil sonst ist zu viel Spiegelung. Und geil, der Soundtrack. Der Soundtrack, den werde ich mir nachher gleich in MP3 umwandeln. Hier stehen nur X's. Kein Liedname, nur X's und wie viele Minuten die gehen. Werde ich mir nachher gleich umwandeln in MP3 für das Auto und in meine Sammlung machen. So. Dann haben wir hier nochmal Pappe. Die muss ich aber aufheben, um das Ganze komplett zu halten. So. Oh, was haben wir denn hier noch? Ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Gut. So, das müssen wir nur gucken, wie ich das... Das lege ich mal lieber hier oben hin. So. Die Figur, da kommen wir gleich dazu. Wir packen erstmal hier aus. Das sieht toll aus. Das könnte ich schön ins Regal hinter das Schiff packen. Ich lese doch gleich wieder Nachrichten, Leute. Gebt mir kurz einen Moment. Oh, das sieht schön aus. 1019. Was? Collectors Edition. Ach so, nee, das ist die Bestätigung, welche Collectors ich habe. Ich habe die 10.000ste 119. Also 10.119 habe ich. Geil. Das muss dann aber wieder weggepackt werden. Und auch wieder in die Hülle rein, damit hier auch wirklich nichts passiert. Oh, shit. Jetzt klebt das hier. Nein. So. Dann haben wir noch einen Briefumschlag. Und da sind dann die Postkarten. Also die Bilder drinne. Hier vorne das. Ist aber trotzdem weniger mit bei, als ich gedacht habe. Also bei den anderen, ich habe hier in meinem Schrank habe ich ein Assassin's Creed Regal, also Fach. Da ist alles drin von allen anderen Collectors Edition. Also von Syndicate, der Flachmann und hast nicht gesehen. Ist alles, habe ich alles noch hier. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass ich das hier. So. Zack. Dann mache ich wieder auf die Rückseite. So. Zack. Machen wir das davor. Und dann haben wir hier noch. Die Figur. Achso, die große, das habt ihr glaube ich gar nicht gesehen. Und da steht dann halt 10.119. So, mehr ist in dem Karton auch nicht drin. Kommen wir jetzt zur Figur. Hier ist wieder irgendwo Klebeband. Oder diesmal nicht? Doch, hier wieder. Ach, diesmal nur einmal auf jeder Seite, oder was?
Jetzt zweimal. Oben ist alles auf. Oh, fährt alles raus. Doch noch mal ein Klebeband hier dran. Nee, nur das da. So, jetzt alles wieder zumachen. Und dann kommt das wieder in die Verpackung. Das hebe ich nämlich auch alles immer auf. Und das vom Spiel auch oben rauf. So, und dann haben wir hier, ist ein bisschen leicht, also ist ziemlich leicht. Bisschen klein. Also, ich mach mal wieder Licht an, damit der, zack, damit das ein bisschen besser beleuchtet ist. Wir haben den Raben einzeln und das Beil. Jetzt machen wir, die Figur ist auch fest auf dem Schiff, also man kann sie nicht drehen. Und ein Plastik. Ja, ich zeige es euch mal. So. Und jetzt euch. So. Ja. Was soll ich sagen? Ich finde es im Gegensatz zu den anderen, die ich habe, im Verhältnis okay. Wie kriege ich jetzt die Axt da rein? Achso. Durchdrücken. Ah, so. Also so, wenn ich sie jetzt angucke, sie sieht sehr schön aus. Erinnert mich aber jetzt eher so ein bisschen an die Kinofiguren. Also sieht sehr detailtreu aus, aber das Schiff ist ein bisschen knapp, muss ich sagen. Das ist ein bisschen knapp. Da hätte ich mir ein bisschen dickere Unterlage, weil das ist nur dünnes Plastik. Also da muss ich sagen, das find, dafür, dass ich alle Assassin's Creed Figuren habe, finde ich das ein bisschen für eine Ultimate und für den Preis, also ein bisschen knapp. Da hätte ich mir mehr erhofft. Also mehr vom Drachenschiff. Ein bisschen dicker, der Boden ein bisschen dicker. Also da bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Also die Figur sieht toll aus, ist auch wieder toll gefertigt. Der Schild scheint fest in der Hand zu sein. Auch der Ledergürtel, den kann man gut sehen. Also ist alles gut, sieht alles sehr gut aus. Das Gesicht, ich zeig euch das Gesicht mal, das sieht aber, ja, also erinnert mich nicht so an Assassin's Creed, die Figuren zum Spiel. Achso, ich muss euch ja wieder Licht ausmachen. Erinnert mich so von einem, ich weiß nicht, vom Style irgendwie mehr an Assassin's Creed, die Kinofilmfiguren. Die habe ich ja auch. Aber nichtsdestotrotz, eine sehr schöne Figur. Kommt in meine Schrankwand. Die ist auch nicht so hoch. Ist etwa so hoch wie ein Ezio. Entschuldigung. Ich habe gedacht, die ist höher. Für den Preis. Tut mir leid, aber ich finde es halt schade. Das ist halt wirklich ein bisschen. Für 200 Euro knapp. Sehr knapp. Sehr, sehr knapp.
Also da hätte ich sie mir ein bisschen größer gewünscht, weil wenn man so in den letzten Jahren guckt, Black Flag, Syndicate war auch was größer, Unity, das von Ägypten und Griechenland. Griechenland war ja natürlich mega klasse, mit zwei Figuren mit bei. Das hat auch, glaube ich, 250 gekostet oder so. Aber da finde ich das ein bisschen von der Größe ein bisschen mickrig dafür, dass es die 200-Euro-Box ist. Muss ich echt gestehen. Finde ich ein bisschen mickrig. Moin, moin. Die Maße waren im Vorfeld bekannt. Ja, ich weiß. Ich habe ja auch geguckt, aber da hat es größer auf mich gewirkt, muss ich sagen. Aber es hat ja nichts damit zu tun, dass es nicht schön ist. Also es ist toll verarbeitet, man sieht die Brosche, man sieht das Fell. Ja, schon mal schön, dass es ein Beil mit bei ist und kein Schwert. Weil wenn die Katzen da wieder runterdonnern, dann ein Beil geht nicht so schnell kaputt, ist schön dick. Auch, dass die Haare im Wind fliegen. Es ist eine sehr schöne Figur. So, wartet, jetzt muss ich erstmal für das Video, damit ihr das seht, einen Abschluss machen. Ich wünsche euch was. Das war jetzt das Unboxing. Achso, ich mach mal lieber so, das ist halt doof. So. Das war das erste Unboxing. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.